Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Dead Island Riptide, der Definitive Edition. Ja, beim letzten Mal haben wir ja diesen Ort für uns eingenommen, haben die Miniguns aufgestellt und nun müssen wir den Platz weiter verteidigen, um, wie soll ich sagen, das Wasser weiter abzupumpen. Das soll allerdings eine Weile dauern, weshalb ich auch noch ein paar Minen verteilt habe. Auch wenn es nicht viele sind. Aber wartet mal, ich habe noch eine Idee. Die Schallmine. Kann ich die eigentlich auch werfen? Kannst du es auch wegwerfen? Danke. Weil ich weiß nicht, ob das funktioniert, was ich hier vorhabe. Aber ich wollte jetzt erstmal, bevor wir weitermachen, Giftbombe, Giftmine, nochmal ein paar Minen verteilen. Damit wir nämlich ein bisschen mehr Zeit haben. Ich weiß ja nicht, was auf uns noch zukommt. Aber höchstwahrscheinlich ein bisschen was. Okay, einen Zaun habe ich erstmal weggemacht. Aber ich weiß nicht, ob der das letzte Mal das alles gespeichert hat. Nee, natürlich nicht. Ey, die ganzen Minen sind weg. Mist, Alter. Das Spiel will mich echt verarschen. Ich musste es mit mich so machen. Weil ansonsten haben wir nämlich überhaupt gar keine Chance. Aber es sollte jetzt erstmal ausreichen, weil was soll ich hier noch alles aufstellen? Ja, Leute, und für all diejenigen, die übrigens die letzte Folge nicht gesehen haben sollten, neu auf dem Kanal sein sollten oder noch nie etwas von Dead Island Riptide gehört haben sollten, in der Videobeschreibung findet ihr zu diesem Spiel einen Link, worauf ihr klicken könnt, um euch natürlich alle Folgen anzusehen. So, ich glaube, ich kann hier auch nochmal so ein Ding aufstellen. War mir zumindest. Oder auch nicht. Anstatt ich das hier einfach nochmal aufstelle. Naja, mal sehen. Jetzt reden wir erstmal gleich mit der Person da vorne. Okay. Dann repariere ich nochmal kurz was. Und ich glaube, wir brauchen nochmal ein bisschen was zum Heilen. Warte mal, wir können ja eigentlich mal was verkaufen, ne? Weg damit. Aber irgendwas anderes, was relativ wertvoll ist, anscheinend nicht, ne? Ich weiß auch nicht, was jetzt noch auf uns zukommt. Medizinische Ausrüstung, okay. The stress is too much. So, jetzt sollte es funktionieren. Start the pump, Trevor. The sooner we get out of here, the better. All right, you sure? Everybody ready? Ach du Scheiße. Sure. All right then. You better get out there and give the others a hand. Ja. Hopefully the weapons we scavenge will hold those things off until the tunnel's been drained. Das kann ja spaßig werden.
Put up barricades. Cover the gaps. Na, zumindest werden die schon mal geschockt. Dann schockt mal richtig, ihr Spacken. Ey, jetzt sind einfach zu viele. Ein Runner. Wie ich die hasse. Ich habe keine Ausdauer mehr. Oh nein, ein Spuckvieh auch noch. Hey, over here, moron. Mist, Alter. Heilen, heilen. Na, geht mir doch mal aus dem Weg. Mann, Alter, du bist doch blöde. Ey, von alleine kriegen die echt gar nicht gebacken. Fällt mir mal wieder auf. Geh doch mal jemand an die Minigun. Oh, Heilung. I see one. Careful. Here they come. Also, es ist im Augenblick noch einfach. Oder aber weil ich so viele Minen verteilt habe. Bau noch mal ein paar Dinge auf. Okay, jetzt haben wir das schon mal. Okay, ich glaube, der backt irgendwo fest. Wenn ich irgendwo noch ein paar Minen finde, dann werde ich die jetzt nochmal verteilen. Sprengmine. Keine Ahnung, wo der Typ hingeht, aber ist auch egal. So, jetzt habe ich zumindest die schon mal verteilt. Und der letzte Zombie muss hier irgendwo sein. Oh nee, der backt fest. Wo soll der denn sein? Du siehst wem? Ich habe keine andere Wahl, Alter. Ich treffe den nicht. Oder ich nimmt der Wasserspiegel jetzt nicht ab. Willst du mich jetzt rollen oder was?
Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber der Zombie ist hier nicht. Mann, ist das Kacke, Alter! Boah, es ist behindert! Oh nee, Alter! We just have to hold on long enough. Everyone to the front! Defend the gate side! They're coming from the gate! They're coming from the gate! They're coming from the gate! Here they come! Put up the barricades! Cover the gate! Infected, watch out! Das verstehe ich nicht, ey. Ich höre gerade übrigens gar nichts, ne? Ey Leute, macht doch einfach mal was. Kann ja nicht alles alleine machen. Kill him! Oh, jetzt reicht's. Mann, willst du mich gerade verarschen? Mann, ich wollte jetzt gerade meine Spezialattacke machen. Und jetzt ist er wieder weg. Oh. Er ist nur da. Ja, der lebt noch. Ist ja das Problem, sind immer noch die Bugs. Das ist das Schlimmste an dem Spiel. Okay, ich habe jetzt zumindest schon mal genug Kohle. Es ist doch da schon was. Boah, boom, baby! Hey Leute, ihr braucht doch nur den Bereich hier halten. Oder ist es zu schwer? Ah, anscheinend schon. Ich hab nie mal das Bumm gehört. Hallo. Die
Ich raste aus. Oh, Midi, 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 danke. Ich kann grad. Oh Mann. Ja, komm, leckt mich am Arsch. Okay, ich dachte jetzt gerade, ich hätte schon wieder einen Bug drin. Mann, ich sag dazu nichts mehr. Oh, was ist hier gerade voll in die Luft geflogen? Alter, was passiert denn hier gerade? Ey, die sind alle oben. Mann, ich kann die gerade nicht machen, Mann. Das ist Kacke. Kann ich nicht immer allen helfen? Also das ist ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, nee, erstmal müssen wir den ganzen kleinen Abschaum hier platt machen. Mann, ey, warum habe ich denn so wenig Ausdauer in dem Spiel? Alter, das hat gerade wehgetan. Oh Mann, bist du... Ja.
bin doch schon dabei, Alter. Was soll ich hier noch machen? Alter, der hat mir so viel vom Leben abgezogen, ist echt krass. Na geht doch, Mann! Es bleibt nur noch der Kotz-Zombie. Mann, ey, so, ey. Wenn die weniger Ausdauer nicht wäre. Boah, Junge, war das anstrengend. Ja, ich will es, das hat. Ach, jetzt. Nice job, everybody. Jo, danke. Und jetzt geht's gleich in die Tunnel. Aber ich weiß nicht, ob wir dann überhaupt nochmal zurückkommen oder nicht. Vielleicht ist es denn eigentlich auch schon wieder das Ende, ich weiß es nicht. Time to check out those tunnels. Ja, ab geht's. Ist mir jetzt eigentlich auch egal. The water's all pumped out and the entrance is wide open. All right then, I'm going deep. You stay here and keep the home fires burning, brother. We don't know what's down there, so be careful. Stay on the radio. I'll let you know if I find a way through. Good luck. I can't really turn you down now, can I? Take care down there. We'll follow as soon as we get the all clear from you. Okidoki. So, jetzt brauche ich erstmal Folgendes bei den Fertigkeiten. Ich kann auch bestimmte Sachen aufrüsten, ne? Zumindest mehr Ausdauer. Hallo? Danke. Mal gucken, wie es hier unten ist, ne? Und was uns hier vor allen Dingen erwartet. Kapitel 6, Abstieg. Interessant. Lots of water down here, Harlow. Damn, it's dark down here. The Japanese probably strung up lights back when they were using the tunnels. See what you can find. Hey, I found an old generator. Gonna see if it'll fire up. Copy that. Got my fingers crossed for you. Okay. Hey, something went my way. Strom ist an. Come on, baby. Daddy needs something to go his way. Harlow, can you hear me? Shit, lost her. If we're gonna use these tunnels, I really need to find some more lights. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass hier unten auch wieder so eine Art neue, ja, Zombie-Fratze auf uns wartet. Flares. I wonder who else is down here. Of course, the infected have to be here too. I really hope this tunnel leads to Henderson. Das hoffe ich auch. Ansonsten wäre das echt voll Gaga. Ja, die Fackeln brauche ich eigentlich nicht. Aber ich nehme sie mal trotzdem mit. Man weiß ja nie.
Aber erstmal ein Energy Drink. Yeah. Oh ne. Okay. Okay, die Tunnel sind echt ein bisschen sehr merkwürdig angelegt worden. Ist das ein Vetter? Ja. Alter, zwei Schläge und ich war tot. Zwei Schläge und ich war tot. Alter, wie krass ist das denn? Also ganz ehrlich, das ist viel zu bescheuert gemacht, dass ich so gut wie nichts aushalte, obwohl ich schon so hoch gelevelt bin. Aber hier leveln die Zombies halt mit. Please let there be a generator in here. Hello, are you there? Can you hear me? I hear you. Damn tunnels are jacking up our signal. I was afraid we lost you. What about the chemicals? Have you come across them? No, I haven't seen any chemicals. Just those shit-eating infected. All right, just be careful. Talk to you soon. Das kann spaßig werden. Oh, why can't anything be easy? I need to find a different way in. Ja, hochklettern zum Beispiel. Ein paar Sachen haben wir auch noch mitgenommen. Hey, bleib schön liegen, Kumpel. Das kann ich nicht aufmachen, schade eigentlich. Ich hab eine Idee, weil wir haben ja eine bessere Waffe. Die wären das mit der da oben. Aber soll hier nicht irgendwo ein Generator sein? Hmm, something good in here? Will mich das Spiel jetzt so verarschen? Was? Ah, gotcha. Ich sollte eine Sicherung suchen. Ach, okay. Ah, okay, das. Die Waffe ist mal richtig geil. Hey, something went my way. Wer weiß, was wir jetzt damit angerichtet haben. Ja, alle Zombies sind wach. Bleib liegen, Kumpel, und schlaf eine Runde.
ladder. Of course. Es geht natürlich noch tiefer. Weitaus tiefer. Naja, zumindest sind wir weitergekommen und das ist ja schon mal die Hauptsache, oder? Hallo? Dem tut gar nichts mehr weh. Okay, da hinten muss ich lang. Wenn das ein Runner ist, dann kriege ich echt eine Krise, ne? Was haben wir denn eigentlich hier? Da ist dieses Giftzeug, vor was wir gewarnt wurden. Aber erstmal ein Energy knuspern. Wollte ich eigentlich gerade sagen. Oh ja, die Waffe müssen wir definitiv reparieren. Holy shit. Alter. Man, this had to take a long time to build. Fuck, look at that radar. The Japanese built all of this? Das sieht ja mal mega geil aus. Ich wusste nicht mal, dass das hier unten steht. Hallo? Ja. Oh, geil. Na, was ist los? Suchst du jemanden? Fuck, I got my backup. Ah, das sind alte Energy Drinks, aber die schmecken umso besser. So. Die Waffe ist ja mal mega geil. Also wenn wir demnächst mehr als genug Kohle haben, werden wir das auf jeden Fall weiter verbessern. Was? Ich bin richtig. Ich muss da runter. Well, whatever that is. Smells like man, I'll be lucky if I don't turn into a walking nightlight. Ah, super. Nicht den Kopf verlieren. Oh, 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 oh. Junge, wie ist man auf den Sack? Genau. Da kannst du bleiben. Okidoki. Oh, hier ist mein Fleischklopfer. Also die ganze Anlage ist ein bisschen sehr merkwürdig konstruiert worden. Boah, die Innenwaffe ist so schwach. Jo, Mann! Ich bin der neue Metzger in der Stadt hier! Oh, da unten ist dieses Zeug. So, jetzt würde ich nur mal gerne wissen, wie ich da nach unten kommen soll. Erstmal wieder zumachen. Damit hier keiner drin kommt.
Ey, das verballert echt eine Menge Zeug hier. Militärmachete. Wie soll ich denn da runterkommen? Mir zeigt das mal dahin, mal dahin. Hier ist auch nicht mal... Ja, das geht nach oben, aber nicht nach unten, oder? Oder muss ich vielleicht nach oben? Ja! Ey, jetzt reicht's. Ah, hier haben sie auch Riegel in Sicherheit gebracht. Aber ganz ehrlich, dahin, wo ich jetzt hin will, da bringt's mich nicht hin, ne? Ah doch, da, ich muss die Leiter runterklettern. Gut. Dass überhaupt noch Strom funktioniert. Naja, obwohl, ich habe ja die Anlage wieder mit Strom reaktiviert, ne? Waren nur ein paar zu moderne Sicherungen auf jeden Fall dabei. Aber gut, ist ein Videospiel. Da ist das anscheinend normal. Wir werden auch gleich zum Ende kommen, Leute. Weil ich spiele schon, naja, fast 39 Minuten. Alter Junge, nerv mich nicht. Ich muss noch tiefer runter. Ey, wenn das mal nicht eine Falle ist, Mann. Oh. Alter, diese Zuckerrohrwaffe ist echt auch krass. Ja. Liegen bleiben, du sollst nicht mehr aufstehen. Genauso wenig wie du. Aber hören erst beim zweiten Mal. Okay, da muss ich lang. Hey, Harlow. Well, I'm still alive, so that's something. Lots of chemical barrels, though. I'm doing my best, but there's no avoiding the fumes. Harlow, you there? Shit. I hope she's as ready as she says she is. Das wird schon funktionieren. Oh, fallt doch einfach alle um, Mann. Geht in Ruhe schlafen. Macht Schlafi Schlafi. In der Luft schlagen macht Spaß, wa? Er lebt auf jeden Fall noch. Ich will ja nicht wissen, was passiert, wenn wir den letzten Lichtschalter aktivieren. Fertig, aber richtig hart. Ja, schon scheiße, wa?
Ey, ich zerklopfe dich. Gehen wir nicht auf den Sack, Junge. Well, that's all I need. So. Alter. Wir haben schon wieder keine Kohle. So, und da muss ich die... I can't wait to breathe fresh air again. Get away from that chemical shit. And Logan said, let there be light. Oh fuck, I've been down here too long. Starting to lose it. So ungefähr, ja. So, Leute. Dann werden wir jetzt erstmal zum Ende der Folge kommen. Das reicht ja eigentlich auch. Wir haben lange genug gezockt. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet bei Dead Island Riptide. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlassen würdet. Denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Also bis denn und tschüss.